Hallo, willkommen zurück zu Zelda A Link to the Past. Im letzten Part haben wir Zelda befreit und jetzt sind wir auf dem Weg in die Kathedrale und jetzt müssen wir herausfinden, welche von diesen beiden Schaltern denn jetzt die Tür hier aufmacht. Ich gehe mal davon aus. Ziehe an diesem Hebel, um die Tür zu öffnen. Drücke A-Knopf und Steuerkreuz nach unten. Okay. Ah, das hat tatsächlich funktioniert. Sehr gut. Wir sind in der Kathedrale angekommen. Ein Wunder! Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Link? Yeah? Ja, richtig. Link half mir aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Sagani plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten, wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Link, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Aghanim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Wucht des Zauberers zu bestehen. Oder gegen die Macht. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Sahasralas auf deiner Karte. Aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du verstanden? Jawohl. Gut. Ich nehme nur noch gern die Kiste hier mit. Wow! Ein Herzcontainer. Deine Herzzahl ist gestiegen. Yeah. Gut. Mit neuer Kraft machen wir uns auf zu Sahasrala. So, jetzt mal gucken. Nee, nicht hier. Hier mit X. Wo hat er uns denn markiert, würde ich sagen. Das hier scheint doch... Ja, das links... Das wäre dann hier in Kakariko. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Wow. Bams. Alles klar. Wir machen uns also auf, das Masterschwert zu suchen. Um Aghanim zu stürzen. Aber Freunde, das wird natürlich noch nicht alles sein. Das ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt des großen Abenteuers. Aber jetzt erstmal nach Kakariko. Hier gab es nämlich auch ein paar Goodies, die wir uns gönnen können. Wir haben bereits 100 Rubine, das trifft sich nämlich gut, denn du... Flaschen, schöne Flaschen, haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein? So treten Sie näher, mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonderes schönes Exemplar, nur 100 Rubine. Was sagen Sie? Interessiert? Ja, ich nehme sie. Ich danke für Ihren Einkauf. Halten Sie sich ruhig. Halten Sie sich ruhig hoch. Beehren Sie mich bald wieder. Ich konnte das nicht lesen. Wieder dieses Pixelgescheiße. Eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht. Sehen wir uns also um. Irgendwo. Wo war denn die Bar? Da mach ich gleich... Alarm! Wache! Hier ist der gesuchte Link! Wache! Kommt schnell! Was? What the fuck? Alter, die Nutte! Ey, das geht's doch nicht. Da verrät die mich einfach. Okay, schnell weg hier. Okay, wir sind also auf der Rückseite der Bar. Und ein Hühnchen! What the fuck? Okay.
Eine Kiste. Oh, geil, noch eine Flasche. Yeah, jetzt haben wir schon zwei Flaschen. Die werden folgendermaßen ausgewählt. Man geht auf die Flasche und dann kann man hier auswählen. So. Gut, dann hätten wir das auch schon. Eine zweite Flasche. Hier, ich weiß gar nicht, ich muss mal alles untersuchen. Ah, der Junge gab uns auch noch was. Hi. Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich zu krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich schon wohl krank geworden. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Ja, ist doch gut. So. Ey, das ist doch Mario, oder nicht? Da ist Mario. Alter, die Easter Eggs überall. Tja, auch in Zelda Ocarina of Time haben die einen Auftritt gehabt. Allerdings habe ich das, glaube ich, nicht gezeigt. Ey, du! Kommst du ran hier? Was für ein Penner, ey. So, was ist denn hier drin? Da ist eine kaputte Mauer. Die hört sich auch komisch an. Ich meine, anders als das hier. Da wird bestimmt noch was zu tun sein. Und noch ein Hühnchen, Alter. Oh, fuck, jetzt habe ich das Hühnchen abgeworfen. Naja, wir kommen noch dazu. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist schon wieder so eine, die uns verreckt. Schnell weg hier. Das weiß ich, weil die hier rumlatschen. Noch ein Hühnchen und noch ein... Nee, nicht du. Noch ein Herz. Hier scheint ja wirklich nicht viel los zu sein. Aber ich will mich wirklich erst ein bisschen hier umgucken. Just for fun. Hier gab es nämlich noch was, warte. Hier links. Kann man sich in den Brunnen fallen lassen. Ich weiß zwar nicht mal, was das gebracht hat. Sehen wir uns das mal an. Oh yeah! Hier sind einige Bomben. Drücke den A-Knopf, um eine Bombe hochzuheben und zu werfen. Ja, geil! Jetzt haben wir schon mal Bomben. Das trifft sich super. Yeah, Kohle auch noch und noch mehr Kohle und noch mehr Kohle und noch mehr Kohle und fuck yeah, noch mehr Kohle. Einfach nur geil. So, hier noch Herzen. Eigentlich unnötig. Schön ruhig hier auch. Die Atmosphäre genieße ich einfach. Weil irgendwann wird auch hier nur noch die Overworld-Theme gespielt. So, was ist das hier? Ich dachte, hier wohnt ein dieser Hassraller. Aber wer bist du denn? Ach, sieh da, Link. Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen, soweit ich mich erinnern kann. Soll es noch heute im tiefsten Innern des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Joa. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Ja, das hoffe ich doch, oder? So, hier ist niemand, okay. Da ist noch ein Häuschen. Das können wir auch mal absuchen. Wer bist du denn? Okay, Kohle und ein Herzchen. Ziemlich unnötig. Oha, Link! Dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja, Blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Okay. Sehr interessant. Wird dann später im Spiel auch noch essentiell. Okay, warte.
Ich nehme erstmal hier die neu errungenen Bomben. Yeah. Aber dann lege ich sie wieder aus der Hand, weil sonst mache ich hier nur noch Scheiße damit. Da ist eine Kiste. Und ein Haufen Geld. In diesem Spiel gibt es doch keine Geldbörsen, also haben wir unbegrenzt Möglichkeiten, Geld zu sammeln. Du hast ein Herzteil gefunden. Die gab es hier auch schon. So, das war ein kleines Rätsel. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo fangen wir denn am besten an? Ich überlege mir das mal ganz kurz. Ich schieb mal den hier weg. Ich glaube, das war keine gute Idee. Warte, warte. Wenn ich jetzt... Ja, scheiße. Hm, hm, hm. Den kann ich nicht schieben, hä? Warte. Ich gehe nochmal raus und dann wieder rein. Und guck, ob das nochmal funktioniert. Ich weiß, es geht alle auf einmal. So, es ist alles zurückgesetzt. Sehr schön. Ich habe eine Idee. Warte. Ich schieb den so. Und dann so. Und dann so. Hätten wir schon nochmal Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, warte. Jetzt schieben wir den noch weg. Und dann haben wir's. Yeah! Geil. Sehr schön. Ich wusste, ich kann es noch. Ja, dann mach's gut, ne? Ich hab dir nur mal gerade eben dein Haus ausgeräumt. So, weiter geht's. Wir müssen nach Sahasrara suchen und... Oder besser gesagt, jemanden, der weiß, wo er ist. Dass wir jemanden finden, der weiß, wo er ist, ist zwar nicht essentiell, aber... Ich tue es einfach mal trotzdem, damit wir die Quest sozusagen erfüllen. Damit wir sozusagen nicht irgendwie... Naja, ich weiß nicht. Wer bist du denn? Mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt. Doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Mhm, okay. Wer bist du denn? Die Hübsche? Ja, sie habe ich gesehen. Sehr hübsch. Die Frau wohnt am Wasserfall der Wünsche, da bei den Hügeln und der Flussquelle. Die musst du dir angucken. Die musst du mögen. Oder die willst du mögen. Hick. Okay, die wissen anscheinend einen Scheiß. Dann suche ich weiter. Wer weiß denn über diesen Sahasrara Bescheid? Hier ist noch was. Ach so, ist nur ein Shop. Das wollen wir noch nicht. Hallihallo, Link. Der Dorfälteste? Ich darf es zwar niemandem verraten. Sag es keinem Bösen... Was? Sag es keinem Bösen weiter, aber er versteckt sich im Palast nahe des Ostpalastes. Ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Also, hier wirst du... Hier bist du jetzt. Okay. Warte, So, das wäre dann hier drüben. Gut. Machen wir uns gleich mal auf. Alter, ich muss mich daran gewöhnen, dass X... Das Kartenmenü startet, nicht Start oder Select. Also gut. Dann können wir jetzt endlich weiterfahren. Hier läuft die Musik auch noch. Ich dachte, hier müsste es wieder ändern. Achso, da oben kommen wir noch nicht hin, hä? Ich wollte mich jetzt wieder in den Brunnen fallen lassen, aber das funktioniert noch nicht. Was machst du denn eigentlich schon hier? Okay. Ach, hier geht's nicht weiter, oder was? Gut, dann gehen wir nochmal zurück.
Die Höhle wollte ich jetzt noch nicht besuchen, weil ich genau weiß, dass es noch nichts bringt. Ich habe das Gefühl, diese Musik spackt. Komisch. Hier ist noch was? Nee. Da müssen wir später hin. Nee, die Musik soll anscheinend hier laufen. Ach, ich weiß es doch nicht mehr. Hey du! Wer bist du denn? Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit, deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Boah! So einen Bruder hätte ich auch gerne. Okay. Dann machen wir die Mauer halt wieder auf, ne? Yeah! Das hat einen anderen Effekt, den zeige ich euch gleich. So, da ist nämlich. Und Link, was sagt mein großer Bruder? Ist er immer noch sauer auf mich? Tja, das war jetzt nicht unbedingt das Wichtige daran. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los! Okay, ab geht's! Oh fuck. Ich muss hier durch. Allerdings kann ich nicht sagen, ob ich gut dran bin oder nicht. So, und hier runter. Alles klar, habe ich es geschafft? Bei diesem Versuch betrug deine Zeit in Minuten 0 Minuten und 14 Sekunden. Super, Glückwunsch, du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis. Yeah. Hey, lass mich vorbei, ich will nicht runterspringen. Jo, noch ein Herzteil. Joa. Dann machen wir uns endgültig auf zu Sahasrara, der ja nahe des Ostpalastes seinen Palast haben soll. Ah, jetzt ändert die Musik, okay. Ich dachte schon, das wäre ein Bug oder so. Bams. Alter, der hält was aus, ne? Wow. Du gehst weg. So. Okay. Auf zum Ostpalast. Und wo befindet sich der? Natürlich im Osten. Wow. Okay, der beschießt uns mit Pfeilen. Natürlich haben wir den Schild vor unserer Brust. Der sollte das Ganze dann abwehren. Allerdings, wenn wir das Schwert benutzen, sollte das nicht der Fall sein. Das heißt, der Schild wird sozusagen während des Schlages deaktiviert. Deshalb immer gut aufpassen, was wir machen. So, ich glaube, die Brücke war schon mal ein guter Anfang. Okay. Jetzt habe ich einen abgewehrt. Ich kann auch ihm entgegenlaufen. Das wird... Das, ist dann nicht schlimm. So. Wir sind schon gleich da. Ich mache heute ein bisschen länger, damit wir überhaupt noch was hinkriegen. Zack. So, wo war denn der nochmal? War der hier? Wow. Ey, Alter. Diese Gegend habe ich übrigens auch beim Trailer gezeigt. Hey, da ist er ja. Richtig, ich bin Sahasrara, der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist es wirklich wahr? So, so, ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem... Was? Nach dem Bandschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen, Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Ja, klar. Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Geh jetzt zum Palast. Okay, das werden wir gleich tun. Allerdings würde ich sagen, erst im nächsten Part. So. Hier auch nochmal den Opa ausrauben. Boah, 50! Und Bomben! Yeah! Und? Nochmal 50! Yeah! Läuft! Ne, warte, das war links, ja.
Mit links und rechts können wir das Item wechseln. So. Also Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also Freunde, bis dann und ciao.